Dann haben wir hier ein sehr altes Spiel, was man garantiert früher auf Jahrmärkten und sowas gespielt hat, schätze ich mal. Wie heißt das Spiel? Genau, also bei uns heißt das Froschspiel, also ist eigentlich die Übersetzung vom französischen Namen Jeu de la Grenouille. Franzosen sagen, ist ein französisches Spiel, ist auch sehr populär in Kolumbien. In Kolumbien sagen sie, es ist ein kolumbianisches Spiel. Man weiß nicht genau, von wo es herkommt, aber ja, es gibt Länder, wo es sehr populär ist. Wir haben Löcher, in die wir werfen müssen. Am besten ist der Frosch, der bringt am meisten Punkte. Und wir haben 8 Metallscheiben, die wir werfen müssen. Genau, so Prinzip ist ganz einfach. Meisten Punkte schießen, das Ziel 200, aber nicht so einfach, braucht schon ein bisschen Übung. Ne? Und man wirft aus 2-3 Metern Abstand. Genau, also normalerweise wäre es 3 Meter, aber mit 2 ist schon eine Herausforderung. Ne? Dann zeigen wir das doch auch mal, wie das aussieht, wenn jemand wirft. Wir bleiben mal mit der Kamera auf dem Ganzen und stellen uns mal 2-3 Meter entfernt. Okay. Einen machen wir noch. Aber mal gucken, ob ich Glück im Spiel habe oder Glück in der Liebe. Ja, ich meine es. Aber Kind kommt nicht.